Willkommen zurück zum Stanrant. Braucht die Welt weitere Let's Player wie mich? Hey, mal schauen, wie viele es wirklich gibt. Kann ja gar nicht so viele sein. Na klar. Ich meine, sollte jemand kein Instrument lernen, nur weil es schon 100.000 Musiker gibt? Sollte irgendjemand kein Buch schreiben, nur weil täglich Tausende rauskommen? Das Problem an den Let's Play-Geschichten ist, dass wir in einer ziemlich schnell Erfolgsgeneration leben. Es ist nun mal nicht wie in Call of Duty, dass man nach 5 Minuten schon seinen ersten Level abkriegt. Und das ist ein Problem, was jeder Let's Player wahrscheinlich hat oder jeder Gamer. So, mal das neue Spiel starten. Mal gucken, wie es so ist. Du hast das Spiel gestartet. Das war schwere Arbeit. Hier hast du Maximum Level. Wow, ich bin ja so toll. Wir werden einfach immer wieder belohnt durch die Spiele, ohne wirklich viel zu machen. Einmal jumpen, zack, gibt's ein Achievement. Starte das Spiel, Achievement. Wir müssen nicht mal wirklich mehr hart arbeiten, um irgendein Spiel durchzuspielen. Heutzutage kriegt man Checkpoints nach jedem Meter. Viele Achievements, die ziemlich schwer sind, zum Beispiel wie ein Spiel ohne zu sterben durchzuspielen, treffen bei vielen Spielern schon auf Missgunst, weil das einfach zu schwer ist und die es nicht gewohnt sind. Und das ist, was viele Leute irgendwie heutzutage missverstehen. Die denken, die laden heutzutage einfach ein Video hoch und das wird schon von alleine laufen. Ich möchte einen Porsche bestellen. Wie? Ob ich das Geld habe? Ja, klar. Ich hab ein Video aufgenommen. Das lade ich morgen auf YouTube hoch. Das geht schon. Hallo? Hallo? Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das hier durchziehen kann. Das ist schon ziemlich zeitaufwendig. Es kostet sehr viel Arbeit, was viele Leute gar nicht wissen. In meinen Augen sollte jeder Let's Plays machen, der seinen Spaß daran hat. Genauso wie der Musiker am Anfang einfach nur in seinem Zimmer ein bisschen rumklimpert. Schadet doch keinem. Aber in seiner eigenen kleinen Stammkneipe ein bisschen rumzuzeigen, was man so spielen kann und was man für Sprüche draufbringt, dafür sind nun mal die kleinen Let's Players da. Das sind sozusagen die kleinen Bands im YouTube. Und deswegen ist es auch in meinen Augen nicht so viele Let's Player auf YouTube, auch wenn es natürlich der Markt überschwemmt ist und für jedes Spiel schon zigtausende Let's Plays vorhanden sind. Und natürlich, genauso wie jeder Musiker, wird nicht jeder super erfolgreich. Das ist heutzutage einfach nicht möglich. Früher haben die Leute einfach zur richtigen Zeit das richtige Nischenprodukt entdeckt und sind dadurch natürlich jetzt bekannt geworden. Ich habe gut reden hier mit meinen 12 Abonnenten, ob man überhaupt irgendwie berühmt werden kann. Ich meine, davon kann ich immer wirklich nicht sprechen. Aber dennoch ist das meine Ansicht. Was glaubt ihr? Schreibt mir einen Kommentar nach unten. Ich will wissen, was ihr denkt darüber. Das war's auch für heute. Mein Name ist Dan und bis zum nächsten Mal.